Was heute passiert? WG. Dann gehen wir doch mal in den Baumodus, würde ich sagen. Eigentlich ist das ja hier ein fertiger Raum, also warum? Hi Leute, willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Heute mit Sims 4, ist ja mittlerweile Free-to-Play und ja, ich würde sagen, ich erstelle die Charaktere und dann geht's los. So, dann sind wir fertig. Wir haben hier einmal den Freddy Faulig, natürlich meine Wenigkeit. Dann haben wir hier den Nexus Sass haben wir mit, den Jan Weltensmasher, Ivan Stock und Kilian Barmeningong. Also wir haben auf jeden Fall eine große Truppe als WG dabei und ich würde sagen, wir starten rein. Ja, wir sind die Familie Faulig. Rein da. Jan hat übrigens eine Wrestlermaske im Alltag, aber in seiner Alltagskleidung auch, weil er ist leidenschaftlicher Wrestler, deswegen heißt der Typ auch Weltensmasher. Oh, jetzt kommen die hier mit irgendwelchen Tipps. Oh, nee. Ja, hier, Willow-Krieg. Hier ist die Karte, wie ist das denn? Ja gut, also... Sollen wir uns einfach so ein Grundstück kaufen erstmal? Ja, lass uns einfach ein Grundstück kaufen. Ja, trotzdem fortfahren, Alter. Dahinter bauen wir uns jetzt ein ganz eigenes Haus erstmal dahin. Diese Musik ist so laut. Ich hoffe, ich kann die gleich irgendwo leiser machen, ey. Nächster Tipp, nächster Tipp, nächster Tipp. Okay, danke. So, hier sind sie alle. Die ganzen Kollegen der WG. Dann gehen wir doch mal in den Baumodus, würde ich sagen. So. Bauen. Wände und leere Zimmer. Ein Wandhuhl. So hätten wir auf jeden Fall erstmal einen Raum. Ah ja, okay, ist gut. So sehen wir auch die Wände. Dann bauen wir mal. Wandmuster? Ne, Wandmuster macht doch. Wandmuster macht so ein Mauerwerk. So. Oh,
Ich würde sagen, wir nehmen dieses Mauerwerk. Hätten wir das schon mal. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns als nächstes erstmal um eine Türe. Eine mittlere Tür. Und dann halt eben doch eine kleine Tür. Die packen wir dahin. So. Brauchen wir natürlich noch ein paar Fenster. Ist auf jeden Fall eine Dame, die am Angeln ist. Die klärt sich der Yang gleich auf jeden Fall erstmal, würde ich sagen. So. Noch mal ein paar Wände, würde ich sagen. Und dann machen wir hier in die Ecke das Badezimmer. Hier kommt dann das Wohnzimmer. Hier ein Zimmer. So. Das wollte ich jetzt natürlich nicht.
ist das ja hier ein fertiger Raum. Also warum? Boden muss da so. So, auf jeden Fall hätten wir jetzt schon mal einen Boden. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt gerade erstmal auch um Inneneinrichtungen, bevor wir... wo haben wir denn hier die Inneneinrichtung? Objekte nach Zimmer. Aha, ja. Gut, erstmal das Klo, würde ich sagen. Auf jeden Fall eine Dusche. Von mir aus auch eine Wanne, weil der Nexus geht ja für sein Leben gerne baden. Wanne der Wonne, ja, das klingt nach Nexus. Dann natürlich ein Spiegel.
Jetzt muss in das Bad natürlich noch eine Türe rein. Welche nehmen wir denn da? Holztür aus zwei Paneelen. Das klingt gut. So. Lampen. Nehmen wir die hier, würde ich sagen. Packen wir jetzt einfach überall mal gerade ein paar Lampen hin, würde ich sagen. Das jetzt hier nicht als Zimmer, okay, warum auch immer. Gut, dann gucken wir doch mal, warum das nicht mehr als Zimmer zählt. Jetzt zählt es als Zimmer, aha. Ja gut, dann packen wir da jetzt einfach so eine offene Tür rein, würde ich sagen. Wenn es sowas gibt. Gibt da bestimmt solche Torbögen, oder? Jo. So. So, das ist jetzt erstmal das Schlafzimmer, weil zu viel können wir jetzt erstmal ja nicht verschwenden an Materials, beziehungsweise an Kohle, weil wir haben ja bald einfach gar nichts mehr. Eine Küche brauchen wir auf jeden Fall.
Kaffeemaschine brauchen wir noch. So, jetzt hätten, haben wir, glaube ich, alles, was wir in der Küche brauchen. Ja, nee, noch eine Mülltonne. Packen wir noch eine Mülltonne dahin. So, jetzt braucht die Küche natürlich noch eine Tür. So, Tür für in die Küche, Tür für ins Schlafzimmer und hier auch nochmal. So. Dann bauen wir uns jetzt noch ein Wohnzimmer, beziehungsweise dann auch gleichzeitig ein Arbeitszimmer. Weil irgendwo müssen unsere Sims ja auf Jobsuche gehen. Aber ich würde sagen, das war's für die Folge, Leute. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen einrichten. Wenn es euch gefallen hat, das gerne liken, aber like die Video, auf die Nachricht wissen. Und ciao, Leute.